Ja, meine Damen und Herren, die Veranstaltung von heute, aber auch dann die Pressekonferenz von gestern, wurde dann von afghanischen und iranischen Menschenrechtsinitiativen praktisch unterstützt, aber auch dann von Terre Farm in Berlin, aber auch dann Zentralrat der Ex-Muslime und sonstige nicht-religiöse Menschen e.V., Verein Säkularer Islam Hamburg e.V., Kurdische Gremien Deutschland e.V., Iranische Liberaldemokratische Partei, Rastafiz Ariameh, Säkulardemokratische Partei, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM, Initiative für richtungweisende Forschungen zur Errichtung der Demokratie im Iran, Menschenrechte 21 e.V., Parliamentary Monarchy Iran for Human Rights, Iranian National Unity Movement. Insgesamt in allen Reden wurden dann folgende Forderungen gestellt an die deutsche Regierung, insbesondere in Bezug auf Außenpolitik von deutscher Regierung, dass die Menschenrechte universal sind, dass die Menschenrechte nicht nur proklamieren, sondern auch in der Tat umsetzen und alle Hebel dafür einsetzen, dass wirklich alle Menschen auf der Erde, diese, für alle Menschen auf der Erde praktisch diese Menschenrechte gültig sein können, geltend gemacht wird. Die Taliban-Regierung nicht anerkennen, kein wirtschaftliches Verhältnis mit Taliban und auch keine Verhandlung mit Taliban, nicht einfach erwähnen, wenn sie so und so vornehmen, dann werden wir mit euch dann wirtschaftliches und politisches Verhältnis haben, sondern ablehnen, ignorieren. Das zu erkennen, dass Scharia auf der Macht im Iran, was für Menschen, insbesondere für Frauen, was für Elend verursacht hat. Und dies wird sich wiederholen in Afghanistan, das Bedenken und das auch in außenpolitisch berücksichtigen, insbesondere berücksichtigen, dass diese Einmischung von Religion in politische Macht im Iran und jetzt in Afghanistan, was für Gefahr nicht nur innenpolitisch, sondern außenpolitisch bei diesen beiden Ländern haben kann. Somit ist Scharia eingemischt mit politischer Macht eine Gefahr für Gesamtländer sein wird. Das heißt, nicht nur in der Region, fängt man von einem Land, dann geht in die Region und dann geht weltweit. So dass man in Europa, man in Amerika oder woanders auch dann Angst um ihr Leben hat. Angst vor ihrem Leben hat. Aber auch dann das verhelfen, das helfen, das unterstützen, das im Gang setzen, dass alle Menschen, die vom Afghanistan rausgehen wollen, auch dann wirklich geholfen werden und sie dann in Europa oder in Amerika oder Kanada oder irgendwo ein Zuhause finden. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Diese Gesamtheit, diese Vereine, die dann heute, aber auch dann gestern die Versammlungen organisiert haben, mitgeholfen haben. Sie werden dann ihre Arbeit weiter tun und wir wünschen weitere Unterstützung von unserer Arbeit. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank. Also, das wurde schon angesagt, Frau Duktu hat schon erwähnt. Ein Punkt, was uns ganz wichtig ist, hier wurde komplett und ständig wiederholt, dass die humanitäre Hilfe in Afghanistan für Widerstand in Panjshir nicht durch den Taliban von dem Land, sondern von dem dritten Land irgendwie direkt
für den Menschen in Panjshir gebraucht werden, weil das ganz, ganz notwendig ist und dass humanitärische Hilfe nicht in der Hand von Taliban landen soll. Dankeschön. Danke sehr. So, wir hören ein Lied und dann hören wir auf. Wo sind unsere liebe Polizistinnen und Polizisten? Hallo. Herzlichen Dank an die Berliner Polizei. Bitte einen Applaus. Sie waren spitze, sehr freundlich. Also genauso wie unsere Hamburger Polizisten. Ich habe nichts anderes erwartet. Danke sehr. Nach einem Lied hören wir auf. Ist das okay? Dankeschön. Ein Applaus für unsere Polizisten.